Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, hier wie immer euer Marc Scheu. Vielleicht sind wir hier am Einstieg in den Pirin Nationalpark. Hier oben ist es leider noch ganz schön bebaut. Über uns die Drahtseilbahn, mit der wir gestern gefahren sind. Ja, ist ganz schön was los. Und wer in der Winterregion ist, der hört das, es ist noch ziemlich laut. Aber gleich sind wir am Wald und da ist es ruhig. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da hinten läuft ein schwarzes Eichhörnchen. Ja, wozu das hier ist, kann ich auch nicht sagen. Hier drüben sind auch nochmal solche Stangen. Jedenfalls ist es hier schön ruhig. Und das gefällt mir. Hier ist der kleine Fluss, den wir vorhin rauschen hören haben. Ja, er scheint von da oben von den Bergen zu kommen. Und hier drüben ist eine Plattform gebaut. Ich weiß aber nicht warum. Da ist ein Schild. Ich gucke gleich mal, wozu das gut ist. Hier sind die Regeln, wie man sich in dem Wald hier verhalten soll. Kein Feuer machen, hier sowieso nicht. Da es hier dauerhaft heiß ist, löst das kleinste Feuerchen sofort einen Brand aus. Hier eine Ausrufplattform mit einer Bank. Es riecht herrlich hier übrigens im Wald. Schöne frische Luft. Da vorne sind auch noch irgendwelche Schilder, die gucke ich mir jetzt mal an. Ja, hier sind Hinweistafeln, die zeigen, was es hier für Pflanzen und Tiere im Nationalpark gibt. Gibt es wirklich noch Wölfe und Bären, wie mir die einheimische Bevölkerung immer wieder mal bestätigt hat. Selbst habe ich leider noch keinen Bären in freier Natur gesehen. Auch seltene Vogelarten und viele. Viele leckere Pflanzen. Diese Steinpfade sind hier für Mountainbiker, die sich erst mit dem Sessellift nach oben ziehen lassen und dann hier mit sehr hoher Geschwindigkeit runterrasen. Ja, hier befindet sich eine Schutzhütte. Übrigens typisch fürs Gebirge, alle paar Meter oder ja, alle paar hundert Meter findet man eine Quelle, wo super sauberes, klares Trinkwasser rauskommt, was man absolut nicht filtern muss. Ich habe das mehrfach so getrunken, da ist nie was passiert. Das schmeckt ganz erfrischend, ist kühl, kommt oben aus den Bergen. Ja, ist wirklich super lecker. Hier eine richtige überdachte Schutzhütte. Ich denke, die Hütte werden wir jetzt mal nutzen. Es ist sehr heiß heute, wir machen hier mal eine Pause. Hier noch ein Hinweis, Nationalpark. Nationalpark. Guckt euch das Vöglein an. Heute sind eine ganze Menge Wanderer unterwegs, es ist ja auch Sonntag. Da geht auch die Stadtbevölkerung in die Berge, fährt raus aufs Land und erholt sich ganz so wie bei uns. Ja, Nature Wings bat mich gestern zu zeigen, was ich in meinem Rucksack dabei habe. Ich muss dazu sagen, ich bin heute mit der Familie unterwegs, habe also demzufolge keine Übernachtungssachen mit bei oder irgendwas, sondern nur das, was man so gebrauchen kann. Hier erstmal
mein großes Badehandtuch, was auch prima zusammengelegt als Decke dient. So. Natürlich Jacken von den Kindern. Meine Jacke, weil das Wetter kann schnell mal kippen in den Bergen. Das kann schlagartig eisig kalt werden, haben wir gestern erlebt. Ja, eine Badehose mit Nackigbaden ist hier nicht so angesagt. Was ich immer bei jeder Wanderung dabei habe und was nie fehlen darf, ich hoffe, ich kann die nachher auch nochmal aufbauen, ist meine Superlight Didi Hammock, eine extrem leichte Hängematte. Oh, wiegt irgendwie 280 Gramm. Zum Übernachten ist er nicht optimal, aber zum Ausruhen oder als Stuhl unterwegs, top. Da ich meine Hose kurz gemacht habe, habe ich natürlich die Beine mit, falls wir durch hohes Gras wandern müssen, dass ich die Hose wieder lang machen kann. Ich habe eine wasserdichte Tasche fürs Smartphone dabei, falls es schlagartig doch ganz doll regnet. Ein Merino-Halstuch kann man auch, wenn man Haare hätte, als Haarband verwenden oder als Arm oder um eine Stelle zu schienen. Hier habe ich es natürlich fürs Genick mit, weil es oft sehr, sehr heiß ist. Ja, der Bugatti-Poncho ist immer dabei. Den kann man natürlich ganz normal als Poncho tragen oder auch als Dach aufbauen, wenn es jetzt schlagartig regnen sollte. Heute sieht es zwar nicht danach aus, weil es ist sehr heiß, aber wie gesagt, man weiß es nie vorher. Ein kleiner Beutel ist auch wasserdicht. So, kommen wir zu den Innentaschen. Hier habe ich Verbandsmaterial bei, eine Binde, diverse Pflaster, Feuchttücher zum Sterilisieren oder Reinigen von etwas, Tabletten gegen Kopfschmerzen, Ibuprofen, Pflaster, ja, sagte ich schon. Taschentücher, falls man mal auf die Toilette muss oder sonst was. Witzigerweise habe ich auch meinen kleinen Löffel dabei. Den Spork. So, damit ist die Tasche schon leer. In der kleinen wasserdichten Tasche habe ich mein Brillenetui, falls ich die Brille mal ablegen möchte. Eine kleine Taschenlampe, falls wir eine Höhle finden oder irgendwas. Stifte, dann nebenbei machen wir immer mal wieder Geocaching. Und da möchte ich mich ja dann auch eintragen können. Nochmal Taschentücher. So eine Victorinox Swiss Card. Die hat eine kleine Schere. Die hat hier so eine kleine Feile, so ein Messerchen, eine Reibe, eine Pinzette, Zahnstocher und eine winzige Nadel, eine Ahle. Ja, ich habe auch, finde ich jetzt bloß gerade nicht, irgendwo immer einen kleinen Haken dabei, um Zecken rausziehen zu können, wobei das hier mit Zecken nicht so doll zu sein scheint. Ich habe noch keine gespürt, gemerkt. In der Hosentasche habe ich immer meinen Feuerstahl dabei. Ja, mein Victorinox Taschenmesser, noch eine Tablette. Ich bin von Kopfschmerzen geplagt, deswegen habe ich immer viel mit. Ja, was zu trinken. Essen trägt meine Frau, Proviant, viel hier unterwegs. So eine kleine, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Seven Days, so eine kleine Hörnchen, so gefüllt mit Schokolade, die gibt es hier, die sind sehr lecker. Ja, zur Stärkung. Aber das war schon. Achso, hier hinten habe ich noch ein kleines Sitzkissen, das ist ja eingebaut. Das ist also quasi immer dabei. So sieht es aus, schützt vor Feuchtigkeit von unten. Ja. Nature Wings, ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was ich dir gezeigt habe. Wie gesagt, einen kleinen Koffer. Kocher habe ich nicht dabei. Ich mache hier kein Feuer. Es ist dauerhaft heiß, sehr heiß, über 30 Grad. Und hier ist alles knochentrocken. Und es gibt immer mal wieder schlimme Waldbrände, ausgelöst durch Buschkräfte. Und ich muss das nicht bringen. Ich brauche das nicht. Ich bin hier zu Gast und ich benehme mich auch als Gast. Ja, in diesem Sinne. Grüße nach Deutschland.
Hier hat übrigens tatsächlich jemand eine Feuerstelle angelegt. Ja, hier ist alles voll mit Holzkohle. Da gibt es sogar ein Grillblech und eine Art Grillstein. Scheinbar nutzen das Menschen, wenn es kühler ist, hier doch zum Grillen. Aber jetzt wird schärfstens darauf hingewiesen, dass man hier jede Art von Feuer unterlassen soll. Deshalb, lieber Carlos, kann ich mir noch nicht mal einen Kaffee machen. Aber den trinke ich nachher in der Unterkunft. Ja, hier scheint eine offizielle Feuerstelle zu sein. Hier bereitet eine Familie ihr Picknick vor. Einer hat uns. Ja, hier sind noch andere Wanderer unterwegs, wie ihr hört. Sehr lautstark. Wir laufen quasi unter der Seilbahn lang. Den Weg, den wir gestern gefahren sind, laufen wir hier heute. Und der kleinen Michana werden wir jetzt unser Essen einnehmen und uns von der Wanderung erholen. Nun sind wir wieder in unserer Unterkunft angekommen. Ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Es ist jetzt so heiß, dass ich mich, glaube ich, erstmal ein Stündchen aufs Ohr legen muss. Jo, bis zum nächsten Mal. Hier war wieder euer Marc Boy aus dem Pyrenäengebirge in Bansko. Ciao.